Am Morgen auf dem Hochfällen im Chiemgau. Im Berggasthof ist Evi Meier schon seit 6 Uhr in der Küche. Die Seniorwirtin wohnt und arbeitet seit rund 60 Jahren hier oben, das ganze Jahr über. Sie kocht mit Holz, Kohle und Gas. Denn Strom gibt es nur, wenn das Aggregat läuft. Für die 80-Jährige ist das Alltag. Ich bin halt in der Früh da zum Einheizen und ein bisschen herrichten. Und dann kommt die ganze Mannschaft und dann helfen wir alle zusammen. Auf der Mittelstation der Seilbahn. Mit der frühen Arbeitergondel kommt schon mal ihr Sohn Alois, den alle nur Lois nennen. Er wohnt mit seiner Familie in Bergen am Fuß des Hochfällen und sorgt für Nachschub. Der Juniorwirt kann verstehen, dass seine Mutter hier oben leben will. Das ist ihr Leben. Das ist, man kann einen Menschen, der wo also so lange da oben ist, nicht umpflanzen oder so weiter. Das glaube ich würde meine Mutter zutiefst verletzen, wenn sie jetzt da oben nicht mehr sein dürfte. Ein sonniger Tag bei Temperaturen um die 20 Grad ist vorhergesagt. Da erwarten die Wirtsleute vom Hochfällenhaus auf 1674 Meter Höhe viele Gäste. Evi hat Erbsen- und Cola-Suppe gekocht. Und ein Sauerkraut gibt's auch. Heute gibt's einen Bauernschmaus, weil gestern ein bisschen Schweinsbraten überblieben ist. Und das ist halt dann so ein Reste-Ding mit Schweinsbraten, Knödel, Sauerkraut, Leberkäse und Würstel. Die Knödel macht Evi selbstverständlich selbst. Soweit es geht, kaufen die Meyers regionale Lebensmittel. Fertigprodukte kommen nicht auf den Tisch. Ihr Sohn hat bereits am frühen Morgen im Tal die Plattform der Materialseilbahn beladen. Diese Fuhre besteht ausschließlich aus Kanistern voll mit Wasser. Ein kostbares Gut hier heroben, denn es gibt keine Quelle. Insgesamt hat er 300 Liter geholt. Genauso viel braucht die Gaststätte am Tag. Wir versuchen, jeden Tag aufzuziehen, also mit der Materialseilbahn, weil es kann ja schlechtes Wetter sein. Also wenn zu viel Wind ist zum Beispiel, dann kann man mit der Materialseilbahn nicht mehr fahren. Und dann müssen die Tanks voll sein, weil sonst hat man ja kein Wasser nicht mehr. Vorräte anlegen, das ist für die Wirtsfamilie Tagesgeschäft. Wo heizt denn halt alle? Seine Mutter gönnt sich eine kurze Auszeit, bevor es richtig losgeht. Sie hat ein großes Herz für die Natur und auch für die Bergdohlen, die gerne Rosinen mögen. Ich respektiere halt das oder freu mich an den Sachen. Ja, ja, ja. Evi gehört zur dritten Generation der Wirtsfamilie Meier, die 1921 die Unterkunft dem Hochfällenhausverein abkaufte. Ihren verstorbenen Mann Louis hat sie schon in ihrer Jugend beim Berggehen und Skifahren kennengelernt. 1972 kommt der gemeinsame Sohn auf die Welt, einer der großen Glücksmomente in Evis Leben. Ein Jahr zuvor wurde die Seilbahn fertiggestellt, von Arbeitern aus Österreich, Italien, Spanien und der Türkei. Evi war die einzige Frau am Gipfel und hat sie zuweilen kulinarisch versorgt. Sie haben sie Händeln aufkommen lassen vom Dorf und ich habe sie, wenn mein Rohr frei war, habe ich sie halt braun und so. Wir haben gut ausgekommen. Mit der ersten regulären Seilbahn um 9 Uhr kommen ihre Schwiegertochter, heute auch ihre Enkelin und drei Helfer. Bald werden die ersten Gäste da sein. Jeder weiß, was er zu tun hat. Evi ist keine gelernte Köchin, dafür aber ihr Sohn. Du musst dich halt ein bisschen mit Gefühl auf die Gäste einstellen. Und so haben wir nichts kompliziert eigentlich. Marion hat ursprünglich im Einzelhandel gelernt. Seit sie mit Louis zusammen ist, arbeitet sie im Hochfällenhaus mit und backt leidenschaftlich gern Kuchen. Heute den beliebten Käsekuchen. Also ich bin wirklich gern herum, aber ich brauche die Sunden.
Also das Soziale, und ich glaube, das muss man schon gewohnt sein, wenn man so lange da herum allein ist. Ich glaube, war heuer im Mai das letzte Mal rund oder im Juni. Also seitdem war ich nicht mehr rund. Wenn man nichts feiert, also wenn man nichts passiert oder was, dann macht man das nichts aus. An sonnigen Tagen kann die Familie Meier davon ausgehen, dass sie nicht lang allein bleibt. Gegen 10 Uhr erscheinen die ersten Gäste auf der Aussichtsterrasse des Chiemgaus. Freilich hat Evi in den letzten 59 Jahren auch schon viele Tage mit schlechtem Wetter auf dem Hochfällen erlebt. Etwa im Winter 2019. Da suche ich meine Haustüre. Der Luisa hat dann da draußen mit dem Motorsack den Schnee rausgeschnitten. Wie war das für dich? Das überstehst du. Das überstehst du schon. Ja, wir haben früher auch den Winter schon gehabt. Ihre Enkelin Anna ist auch gern Herr Ruben. Es ist ihr zweites Zuhause. Die Hotelfachfrau arbeitet im Tal und hilft an ihrem freien Tag hier aus. Denn wie viele Gastrobetriebe finden auch die Meyers nicht genügend Arbeitskräfte. Was empfindet sie für ihre Großmutter? Respekt, sag ich so. Nein, ja, das Aushalten und sowas, das ist schon was. Du hast Respekt von mir. Hä? Du hast Respekt. Ja, hab ich. Ui, kannst du was noch wissen? Oh! Ey, ich war noch nie best zu dir, gell? Irgendwann übernehme ich dann sicher, ja? Dauert aber nur ein bisschen. Anna ist schließlich erst 18. Gegen 11 Uhr kommen immer mehr Leute über verschiedene Wege auf den Hochfällen. Etwa von Bergen mit der Seilbahn oder auch zu Fuß. Die einen vom Tal in circa 3 Stunden, die anderen von der Mittelstation. Die Bewegung an der frischen Luft macht hungrig. Das Küchenteam muss schnell die Speisen auf die Teller bringen und dabei Nerven bewahren. Ja, die brauchst du. Die hat mein, die, glaub ich, hat mein Bruder auch dann der Löse. Der, noch schlimmer, weil der muss alles organisieren, einkaufen. Dann wird er wieder Bergwacht auslucken. Ob ihr Sohn wohl heute einen Einsatz haben wird? Der Hochfällen ist beliebt bei Gleitschirmfliegern. Wetter und Thermik sind heute perfekt. Das wollen sich einige nicht entgehen lassen. Doch plötzlich stürzt jemand. Erst scheint es nicht so schlimm zu sein. Leitstelle Dranstein für 8016. Dann wird Lois Meier doch zu Hilfe gerufen. Jetzt muss das Team in der Gastwirtschaft die ganze Arbeit allein bewältigen. Große Sorgen, dass ein Einsatz für ihren Sohn gefährlich werden könnte, macht sich Evi nicht. Die hat er geschult und der ist ja da aufgewachsen, das ist ja nicht so. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt den Frauen der Familie Meier eh nicht, denn ab 12 Uhr herrscht Hochbetrieb. Da lassen es sich heute auf der Terrasse an die 200 Leute schmecken. Viele sind nicht das erste Mal hier. Das Essen immer gleichbleibend gut, deftig und selber gemacht. Dazu die tolle Aussicht. So können die Gäste Abstand vom Alltag nehmen. Die Wirtsleute hingegen sind an sonnigen Tagen besonders gefordert. Das ist ja auch nicht kein Pappenstiel, dass man sagt, okay, das ist Saison, wenn es regnet die Woche, dann hast du nix hier, sind keine Gäste da. Und dann, wumms, kommt die ganze Person wieder hoch und dann ist volles Haus hier. Also es ist schon bewundernswert, muss man sagen. Ja. Die Bergwacht hat den Gleitschirmflieger zur Behandlung ins Tal geschickt. Lois kommt von seinem Einsatz zurück. Er hat schon vielen Menschen geholfen, auch in gefährlichen Notfällen, etwa bei Kälte und Schnee. Die Wirtsfamilie muss hart im Nehmen sein. Wir wursteln uns so durch, darf ich mal sagen. Also, nein, man weiß ja selber, wenn man schlecht geht oder so, dann muss man einfach herunter. Man muss dann schon auch so realistisch sein, dass man dann nicht in 5 Minuten Hilfe hat oder so weiter. Am Nachmittag gehen die ersten Leute wieder Richtung Tal. Die Bestellungen in der Küche werden weniger. Die Wirtsleute können mit dem Aufräumen und Saubermachen beginnen. Die Seniorchefin ist froh, dass sie es geschafft hat.
anstrengend. Bloß eine Tasse Kaffee haben wir dann rausgerissen. Kaffee und Kuchen. Und jetzt, dann, jetzt von 1 bis um 3 ein gutes Zeit gehabt. Um 4:45 fährt die letzte Gondel von der Bergstation ab. Übernachten können die Gäste im Hochfellenhaus nicht. Lois und seine Frau hingegen bleiben heute da. So hat seine Mutter Zeit für einen Spaziergang am Hochfellen. Ihr Ziel ist das Gipfelkreuz, das zum Gedenken an König Ludwig I. errichtet wurde. Evi möchte nirgendwo anders leben. Trotz viel Arbeit bin ich doch ein freier Mensch da herum. Kannst überall hinschauen. Schon schön. Die meisten Abende verbringt sie hier heroben ganz allein. Umso mehr genießt Evi heute den Feierabend mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Da heroben auf dem Hochfellen sammelt die Familie Meier Kraft für den nächsten Tag.